Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Finito Fabricano spielt Minecraft. Finito Fabricano. Ja, Sia tut's nicht. Ja, das gibt's nicht mehr, zum Glück. Ja, das waren sowas wie schlechte Fakes von uns. Ja, wir sind die bessere Version, wir sind neu geboren. Ja. Wir haben geboren. Ganz neue Comedy und ganz neue Ansicht für euch. Wir sind immer nur gegen Titten machen. Daran hat sich nichts geändert. Wir unterstützen keine Titten machen. Ja. Ja, und somit sind wir dann dagegen automatisch. Eigentlich. Warum gibt's dafür eigentlich keine Dings? Memes von uns? Demos. Petition. Oder Petitionen. Achso. Ja, beides. Warum gibt's keine Demos gegen Titten machen? Weil die Leute gerne Titeln machen. Das ist aber, naja. Nicht alle Leute. Nein, nicht alle. Hast du schon einen eigenen Death Stranding Trailer gesehen? Na, aber da kriegt er durch das Baby dann ein eigenes Leben, das stirbt oder so, ich check's nicht ganz, oder? Da sitzt der Typ, sitzt da in dem Stuhl und der stirbt immer wieder alle 20 Minuten oder so. Mhm. Aber dieser andere Typ jetzt, ich hab keine Ahnung, ich hab's auch nicht kapiert. Also er stirbt anscheinend alle 20 Minuten und wacht dann wieder auf und ist halt nur in dem Raum drinnen, wo er immer ist, und da hat er halt Bücher und so ein Scheiß. Maxi, du hast ein Schaf heraus. Was solltest du heraus? Hasenart. Ich bin nicht angefangen. Auf welcher Höhe ist sie eigentlich? 68 bin ich gerade. Ah, okay. Ich komme nämlich gerade wieder auf. Sammelst du den Zucker eigentlich nur ein, Patrick, oder pflanzt du? Ich habe ihn vorher nur eingesammelt, weil ich da aber weg da war, ne? Sieht und kann ich den einfach so als Zuckerrohr wieder hinpflanzen? Ja, ja. Okay. Aber halt nur am Wasser. Ja, ja. Ist schon recht. Also, und der vervielfaltigt sich praktisch dadurch, dass ich, wenn ich immer dann drei wegnimm aus Arm, dann okay. Ja, du musst nicht mal drei weg da, sondern du tust dann... Ja, zwei einfach, so auf der mittleren Hälchen. Ja, ja, und dann pflanzt es wieder. Und du musst eine gescheite Zuckerrohr fahren, weil wir brauchen sehr viel Papier. Papier. Wofür? Ja, für Bücher zum Verzaubern. Mit deinen Verzauberungen, Ja, du hast gesagt, du kannst verzaubern. Brauche ich nicht. Hey, Enderman! Minecraft Vanilla. Komm her! Ich bin. Das ist der Mode. Vanilla-Player, ich spiele ohne Verzauberungen. Nein, im originalen Minecraft hat es noch keiner gegeben. Er kämpft! In der Beta. Enderman, bring mich um! Oh, fick mich! Da, wo Minecraft. Wie gibt's denn da den Lutscher? Problem ist, dass ich mich nicht heilen kann. Bring ihn um. Er will mich. Da ist er. Oh, da ist Wasser. Okay, jetzt kommen wir beim Wasser raus. Boah, da ist ein wunderschönes Pferd. Ich muss jetzt echt einen Sattel finden, ich mach das. Wie können Pferde wunderschön sein? So wie Kinder. Dafür haben die Leute, die das jetzt gehört haben, hoffentlich die vorigen. Ja, aber sonst ist das Problem. Ja, Freunde, schaut sich die vorigen Folgen an, wo wir über Toddlers und Tiaras reden. Wo wir über Kinder reden, ja. Ja, über die Firma. Was? Also das Ding, das Essen, meine ich, nicht die Firma. Ist Pädophilie dann ein Kinderfetisch?
Nein. Nicht? Nein. Nicht. Nein. Noch nicht. Ja. Passt dann ja. Nein. Bitte geh weg. Ist einfach weg, ich glaube, das ist eine gute Idee. Geh weg mit deinen Kindern. Freunde, nur zum Mitschreiben, Pädophile sind widerlich. Kommt drauf an. Und sie kehren eingesperrt. Oder auf Loli Hentai ist das dann. Ah, Loli Hentai. Lecker Loli Hentai, ja. Lecker Loli Hentai. Sieht eigentlich einfach ein fettes so. Ah! Maxi! Ja, was? Da ist meine Höhle! Ja, aber jetzt doch, der stirbt einfach und gibt dir die Schuld. Servus. Ah, Maxi, was ist Servus. Mit dir? Ja, schau dir das an, da baue ich gleich um mich zu dir. Servus. Grüß dich, da unten ist meine Höhle drinnen. Oh, nicht schlecht. Was für einen geschissenen Scheißdreck führt sie dir heute schon wieder auf? Wir bewundern meine Höhle. Die ich gefunden habe, wo viel Zeug noch drin ist, aber ich habe einen Hunger gehabt, deswegen bin ich aufgekommen. Ja, ich war schon wieder Hunger. Ich tue jetzt gerade Fische fangen. Also schlagen. Ja. Fische mit meinem Steinschwert verprügeln. Weil aufschlitzen kann man das dann nicht einmal nennen. So scharf wird das wohl nicht sein. Doch, wenn du es schärfst. Ah, am Schleifstein. Seifenstein. Ja. Rudi Rudinek. Ah ja, genau so heißt der. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so ein Fan bist von Wir sind Kaiser. Doch, doch. doch. Wir sind mir und wir sind Kaiser. Hast du Kisten, wo viel Platz ist, Maxi? Ich hab da einen. Na, aber... Komm da her. Da ist recht viel Platz. Und da ist nur extra Kisten. Ich kann da eine geben. Wo? Ich geb da eine auf. Wo bist du? Komm her. Oh. Da ins Haus. Ihr habt da nur. Wir müssen dann einfach schauen, dass wir einen großen Lagerraum machen. Ja, ja. Schau da gleich den scheinleichen Schüttel an, die ich da gemacht hab. Nicht glotzen, du Fotzen, hä? Ja, nicht glotzen, du Fotzen. Wo sind die jetzt eigentlich da? In die große, oder was? In die linke große, ja. Kannst du alles rein. Und ich hab dabei noch Holz reingestellt. Das sind 8 Diamanten und 2 Smaragd jetzt drin. Sollen wir das Eisen irgendwie kochen oder? Ja, koch. Ich geh dabei spazieren. Ich weiß nicht, kochen ist nicht. Ich glaube, es ist gescheiter. Ja. Ja. Ich hab's jetzt leider bei abgebrochen, ist nicht gescheit gehört, aber es war wieder so ein Witzkisten-Ding, ja. Oder? Ja, ja. Okay. Es war wieder so ein Witzkisten-Ding, ja. Hat irgendwer Essen? Ja, da kriegst du auch Schweinefleisch von mir. Ist da in der Truhe, in der kleinen. Danke. Oder ist es Rindfleisch? Keine Ahnung. Das ist Rindfleisch. Du hast mich belogen. Sag mal froh. Vorher war Schwein, der hast du ja nicht essen. Ja, genau das. Ich muss Tiere töten, weil sonst habe ich nichts zum Essen. Du kannst Fische töten. Du kannst ja. Ich töte Tiere. Ja, wirklich. Töte mal Fische, oder? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, was ihr immer gegen, spazieren, gegen Jungs. Gewalt gegen Tiere funktioniert bei euch nicht, hat. Mhm. Ich finde die Idee mit dem Züchten, ich meine, wenn du durchmetzen, dann durchmetzen. Ja, aber. Das ist mir dann wurscht. Nein, nicht ganz durchmetzen, weil wir. Nein, nicht alle. Aber die Dinger spawnen sowieso wieder. Die Fische, ja, die Fische, die sind mir wurscht. Nein, die Viecher alle. Ne, nicht die, was bei uns drinnen gefangen sind. Ja, die nicht. Ich glaube, sie geht da jetzt eigentlich zu deinem Ding und bringt gleich viel Dinger um, oder was? Ja, hab ich mir schon geglaubt. Das hab ich mir gedacht, dass du vorhast. Also, so weit wollte ich nicht gehen. Na, du darfst Tiere, die in der freien Wildbahn sind, umbringen. Freie Wildbahn ist freie Wildbahn. Nö, jetzt kannst du eigentlich. Ja, die Tiere draußen sind vogelfrei. Außer Schweine, Schweine haben wir noch keine. Die müssen wir noch. Aber Schweine müssen wir dann bei was jetzt. Die, was wir mit Heu
gefüttert, die Schafe und Kühe. Mhm. Schweine fütterst du mit Karotten? Nein, mit Kartoffeln. Nein, mit Karotten. Ich weiß nicht, ob du es mit Kartoffeln auch machen musst. Ich glaube, mit Kartoffeln geht's auch. Ich glaube, PewDiePie hat es mit Kartoffeln gefüttert. Schwein frisst Kartoffeln, Alter, what the fuck? Schweine. Schweine fressen alles. Aber kein Heu. Na. Das ist zu wenig, die brauchen was Festes, oder? Gib mir was Gescheites. Ah, dann gib ich wieder Schweinefleisch als Schwein. Ja. Oh, da sind ein Haufen Händen. Mir wurde erzählt, dass das nicht geht. Das war ziemlich geil, ja. Da wird sie wahrscheinlich Bella wieder auflegen. Da, ja. Der Bella regt sie immer so schnell auf. Eben, und er meint nicht den Bauarbeiter. Nein, ich meine P-E-T-A. Au. Peta eigentlich. Peta. Pida. Pida, ja, warum hast du eigentlich Pida, wenn es eigentlich Peta ist, weil es vom Pet kommt, oder nicht? Ja, oder so wie der Väter. Der nennt sie auch Väter und nicht Vetter. Ja, aber der Vetter was anderes ist. Den Kars. Väter. Ja, aber Petter ist aber was anderes wie Peter. Ja, aber Pet, es kommt ja vom Pet. Nur weil er A hinten dran hängt, darfst du das eh nicht anders aussprechen, oder? Eigentlich nicht, dann ist Petter. Ja. Weil es kommt ja von Pet, oder bin ich da falsch informiert? Kommt es von was anderem? Das kann ich da leider selber nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, leider. Vielleicht was für in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, ob Petter von. Na, weil die kleinen Kinder haben sie mit Pet beschäftigt. Also, schreibt keiner in unsere Kommentare. Die wissen nur. Na. Naja, das haben sie bei Sion nicht gemacht. Finito hat die Chance. Finito hat die Chance, aber es, ich weiß nicht, Finito funktioniert auch nicht recht gut. Psst. Ja, wir haben einen Abonnenten verloren. Ja, einfach so, ohne Grund. Naja, wahrscheinlich, weil sie gedacht hat, fuck, die sind gehackt worden, ich will mir nichts. Ja, wahrscheinlich. Obwohl jeden Tag ein Video hochkommt. Ja, die haben täglich kommt ein Video. Ja, und das kann ja wer andere aufgenommen haben und hat das jetzt hoch. Ja, sicher, mit dem gleichen Thumbnail, mit den gleichen Thumbnail-Dinger. Jo. Solange wir Rogue schon machen. Jo. Rogue Legacy. Rogue Legacy. Legalité. Warum ist der Loggerfeuer? Weil ich es hingestellt habe. Okay, aber wozu? Weil ich es schön gefunden habe. Ich sehe schon. Es führt zu nichts. Ich bin ein bisschen simpel gestrickt. Habe ich gemerkt, ja. Wunderbar. Damals, wo wir wandern waren. Oh ja, Eisbären. Wie kann ich Eisbären anlocken? Was, Eisbären? Es gibt Eisbären. Ja. Ich weiß nicht, ob es Fischschaden hat. Boah, 3 Schaden. Ich würde gerne sehen, wie ein Eisbär ausschaut. Ich habe noch nie einen Eisbär gesehen in Minecraft. Ein Herz und 2, Patrick. Das heißt, dann hat er 3 Herzen. 6 Schaden. 6 Schaden, ja. Er will kein Lammfleisch. Nein, ich glaube, er mag Fischschaden, wenn er nicht reicht. Scheiße. Der Panda mag Bambo. Es gibt Pandas auch noch, willst du mich verarschen? Ja, was ist passiert in Minecraft, seit ich weg war? Ich bringe jetzt gerade Eisbärmutter um. Aber dafür werde ich das Kind zähmen. Weil die Mutter droht und Kabeljau. Kabeljau gibt's auch noch. Ja? Ich kenne nur Lachs. Es gibt da Pufferfisch. Ja, den gibt's auch noch. Du kannst dann. Hast du. Dann zählt es endlich eure Betten mit. Nö. Nein, aber ich finde sicher gleich ein Dorf. Da ist ein Dorf. Ja, ich schlafe dort. Aber ein Dorf im Winter, oder was? Ja. Ne, Tobi, komm. Ah! Schau. Ich hab dich gesehen. Ich verfick nochmal in das Bett. Da warst du noch nicht so weit weg. Ja, das ist Schweindel übrigens um. Na, das Schweindel gehört kein Bauer und der Bauer. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wie viel von dieser scheiß Schweine haben sie eigentlich schon verwendet für ja, natürlich? Viel. Gibt's eigentlich einen Taucheranzug? Einen Taucheranzug? Wieso gibt's nur keine Rakete, mit der du auf den Mond fliegen kannst?
Weil das ist Minecraft und nicht Civilization. Ja, aber theoretisch müsste das doch auch. Dann hast du nur mal extra Welt am Mond und du kannst mit einer Rakete aufgefliegen. Ja, war schon fein. Ja, steh auf. Was? Ich schlaf. Wo sind unsere Betten hin? Da, da. Was ist da? Unser Doppelbett. Leg dich her, du geile Sau. In unsere Schwerter her. Du hast wieder nicht dein Schwert. Was? Okay, das hat er von der Seite so ausgestellt, ein bisschen wie Steinspitzhacke. Wie Penis. Ennis, Menis, Penis. Dennis the Menis. Dennis the Man. Nimm dein Bett mit. Na. Jo. Jo, 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 mach ich. Dieses Bett wird abgebaut. Ja. Wird kein leichtes sein. Dieses Bett wird steinig. Oh Gott, oder mir greift einfach so Eisbär an. Was ist mit ihm? Eisbär geboren auf dem Land und melkt Kühe. Er will kein Fischmax, er will mich umbringen. Nee, ich weiß es nicht. Ich hab selbst noch nie einen Eisbär. Er will einfach nie. Ist der Fisch gebraten oder nicht? Nein. Ja, vielleicht muss er gebraten sein. Geh, der frisst ihn roh. Das ist ein geschissener Eisbär und kein Gourmand. Ja, vielleicht morgen. Das sind Minecraft-Eisbären, die Mengs gebraten. Ja, meine Da, fick dich. Schau, jetzt habe ich die wieder umgebracht. Das ist der Kind wieder allein. Ich bring der Kind auch noch. Gamescom, Minecraft. Tut mir leid, Baby-Eisbär. Fuck, ich glaube, wann haben wir abgebrochen? Wir haben schon abgebrochen jetzt vor kurzem, oder? Also, ich glaube, dass wir vor 15 Minuten abgebrochen haben. Bin mir nicht sicher. Die Episode. Ja, was, dann beenden wir die jetzt da? Dann hat die vielleicht 15 Minuten oder sie ist eine Stunde. Eine halbe Stunde. Ja, ich hab 35 Minuten. Ja, hast du eigentlich. 35. Eigentlich hast du gesagt, du hast abgebrochen. Ja, sind wir. Okay. Ja, dann lassen wir es. Dann lassen wir es nur länger laufen. Dann wird's wirklich eine Stunde. Nein, lass bis 20 Minuten auf und dann sind es eventuell 20 Minuten. Oder 40 Minuten, je nachdem. Okay. Du einfach. Okay. So, spielen wir auf der Gamescom Minecraft. Und es gibt, ja? Es gibt auf jeden Fall Minecraft Dungeons. Mhm. Spielen wir Super Lucky's Tale 2. Gibt's ja. Oder was? Oi. Hey du. Aber nur für die Switch, exklusiv für die Switch. Klingt gut. Heute für Leute mit einer Switch. Du bist einer von den Leuten mit einer Switch, glaube ich. Ja, ich weiß. Sei froh, dass du einer bist von den Privilegierten. Mhm. Finde ich ja. Von den privilegierten deutschen Bürger. Deutschland! Mutter, Deutschland. Ich geh mal Richtung Eis. Und der Maxi bleibt wie so eine Hausfrau einfach daheim und tut. So, froh, dass der Maxi nicht aufhört. Ja, nein, ich tu jetzt immer nicht. Wieso? Sehr viele Leute hängen sich immer. Wirklich? Ja. Wie fad ist unsere Gesellschaft eigentlich geworden? Jetzt bist einfach du der Fahrt. Also bin ich der, der es gern nicht Fahrt hat. Ich bin der nicht gern irgendwer beim Bauen zuschaut. Nur beim Bauen. Außer wenn er sowas baut wie diese Leute, die so fette Köpfe bauen oder so ein Scheiß. Memes. Ja, oder solche, ja. Ja, oder so eine fette Stadt, wenn du diesen Zeitraffer schaust, wie der baut, dann okay, aber nicht einfach so. Ja, wir kennen nicht so eine fette Stadt bauen. Nein, kannst du nicht. Das hat einfach mit unserem nicht vorhandenen Talent zu tun, dass wir das nicht kennen. Ja. Dafür musst du echt ein Kind Gottes sein, damit du sowas kannst. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Das wollen sie nicht mehr sagen, aber das stimmt nicht. Das war also wieder Übersetzungsfehler. Genau, Übersetzungsfehler. Kinder Gottes sind nur die Leute, die in Minecraft eine große Stadt bauen können. Hm. Ich stelle in der Bibel schon.
Aha. Deswegen, Jesus war Pro in Minecraft. Jesus hat diese komische, die größte Stadt in Minecraft gebaut, die sie jemals gegeben hat. Aha. Verstehe, verstehe. Ich glaube, die heißt Israel. Israel. Israel, soll ich Schneehasen umbringen, ja, oder? Ice real und Ice unreal. Holy shit! Ich bin gerade fucking, da ist ein fucking, da ist ein Eisbär. Da ist ein fuck, oh mein Gott, so schauen die aus. Das ist ja ein Kleiner, der greift mir nicht einmal an. Ja, ja, der Kleine sieht ja nicht. Und der mag meinen Lachs auch nicht, okay. Ich hab den Kleinen umgebracht und der Große hat einfach dabei zugeschaut. Das war wahrscheinlich dann nicht der Elternteil von dem. Da ist Lava, also, Alter, da ist fucking Lava. Wenn ich den Eisbär in die Lava einlock, was passiert dann? Dann er wird zu einem normalen Braunbär. das war geil. Was bringen Eisbären, wenn ich es umbringe? Fisch. Fisch. Roher Kabeljau und roher Lachs. Jo. Kaninchenfell. Holy shit, Alter! Was ist mit Minecraft passiert? Ihr kennt's gar nicht mehr. Es ist wie so ein Kind, das du 20 Jahre lang nicht siehst. Ja, und dann ist so, hey, was hast denn du jetzt gemacht? Was, du warst schon im Häfen? Genau. Das ist so schlimm, ist nicht, aber... Also, er arbeitet beim Mackie in der Kasse oder sowas. Vorher so, ja, er hat's irgendwie geschafft und er ist ja irgendwie wieder alleine gekommen. Wirklich richtig geil wird er nie werden. Ganz genau. Und ganz genau sowas ist Minecraft. Aber Minecraft ist richtig geil. 7 von 10. Gatze. Gatze. Kriegt ein Dreier in der Schularbeit. Ja, das war 3. Das ist so dieser normale Schüler. Ja, aber das ist nur weil die normalen nicht verstehen. Das war nur 3 in der Schularbeit wegen zu schlechter Grafik. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Grafik in Minecraft. Ey, da geht's ja Eis. Warum die Grafik in Minecraft ist jetzt nicht so schlimm, nur weil es Blöcke sind. Da ist die Grafik in Skyrim viel schlimmer. Weil die halt einfach scheiße ist. Die ist halt wirklich schlimm. Die sind wirklich so. Oh. Ich finde nicht. Schau dir da andere Spieler an, die weiter immer sind wie Skyrim. Skyrim hat ja eine Bugs, aber sonst ist es wirklich schön und wirklich geil. Du bist, glaube ich, 2 Jahre nach Metal Gear Solid 4 rausgekommen. Weißt du, wie Metal Gear Solid 4 ausschaut? Weißt du, wie Skyrim ausschaut? Jo. Es kann halt keiner so eine geile Engine haben wie Kojima. Es kann halt nicht jeder so eine geile Engine haben wie Kojima. Ja. Ja, bei Final Fantasy 13 ist auch schön. Ja, und das ist glaube ich ein Jahr noch oder sogar im gleichen Jahr wie Skyrim rauskommen. Katzi? Schau dir da die Grafik an von Final Fantasy 13. Schönes Spiel. Da bist du jetzt, das wird immer nur gehasst von jedem, aber. Ja, das verstehe ich nicht. Bis heute nicht, aber. Na, ganz verstehe ich, hab's noch nicht ganz durchgespielt, aber. Also das, was ich gespielt habe, ist schon. Es macht halt nicht so viel Unterschied zu den anderen Final Fantasy wie die Leute immer dann. Es ist jetzt immer noch genauso geil wie so ziemlich alle anderen Final Fantasy. Und ich verstehe nicht, warum Leute Final Fantasy 15 nicht mögen. Ja, aber das ist dort hauptsächlich wegen dem Kampfsystem, bei dir sagen, das ist nicht Final Fantasy. Ist viel geiler wie alles andere. Katzi, wo bist du jetzt? Da bist. Hi. Bleib stehen. Yo, ihr und Katzi sind jetzt best friends. Bei Fantasy 15 gibt's auf der Switch. Oh Katzi, komm mit. Komm mit in das Haus, wo sie gekapert. Katzi? 15 gibt's nicht auf der Switch, doch, ne? Was? Also, ja, gibt's. Die Mobile-Version davon gibt's auf der Switch. Mmh, geil. Gibt's aber leider wirklich auf der Switch, die Mobile-Version.
Das ist mal hinten, oder? Nein, das ist auch nicht mal hinten. Welches mal hinten? Ich habe noch nie so ein Eisland in Minecraft gesehen, oder? Holy shit! Ja, es ist riesig und ja, schön. Ja, aber es ist, bringt halt auch nichts, weil da ist nichts. Ich meine, mir gefällt's, aber da ist nichts. Das war so wie der Palast von Elsa. In Kingdom Hearts, wo einfach auch nichts ist. Ja, Katzi, ich will die eigentlich nicht mit aufs Abenteuer nehmen. Zu gefährlich. Ja, rechts klick auf die Kotz. Ja, ich weiß, aber ich würde es gerne irgendwo hinbauen, wo ich es wieder finde. Katzi? Gibt's eigentlich so eine Abend? Komm da einer. Was Abend gibt's? Billig? Ja. Ja. Na, das ist dann morgen. Ah, also morgen. Ja. Katzi? Wo bist du? Katzi? Warum lässt der Eisbär eigentlich Fische fallen? Die hat er in seiner Hosentasche gehabt, wie du ihn umgebracht hast. Da bist du, Katzi. Schau her, komm da aufs Eis, weil das sehe ich dich gut. Oder geh da ins Haus, komm, Katzi. Geh weg da. Wir müssen da einer. Okay, wir müssen da einer, Katzi. Komm. Rohes Kaninchen, wow, die gibt's auch. Katzi, komm einer. Was? Es gibt Zombies mit Pfeil und Bogen? Ja. Die sind dann gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die haben großteils dann diese Hurensohn-Pfeile. Ja, die langsam machen, Alter. Ja. Was ist dann der Unterschied zwischen denen und einem Skelett mit Pfeil und Bogen? Dass die Skelette die meistens nicht langsam machen. Ah, cool, ja. Und die anderen, ja. Gut, passt, super. Passt. Riesig schön, ja. Es führt zu nichts. Schön, dass ich dir helfen konnte. Kommt zur Bettkammer. Ich hab da hinten gleich ein Dorf, ja, ich muss da unten kommen. Ey, doch, du hast da Bettkammer. Aber ja, ich mag zum Dorf. Ich wollte den nicht angreifen. Hast du gerade mein Kotz geschlagen? Ich bring die um. Und wer sie keiner mitkriegen. Steh auf. Welche Position hast du eigentlich? Wo ist dein Dorf? 990, 950. Okay, dann ist deins weit weg von mir. Holy moly, da ist ein Canyon und ich war fast gestorben. Ja, dann bitte bock dein Bett aus. Katzi, ich muss dir da jetzt irgendwie einen Kies einbauen. Rundherum. Dass da keiner was tut. Heilige Maria! Nice. Der Golem, weil ich einmal aus Versehen den Dorfbewohner geschlagen habe. Ja. Scheiße. Wo bist du jetzt beim Spawn? Ich muss zurück zu Kai. Achso, warte, dann geh ich zuerst schlafen bei euch, weil ich bin wieder da. Ich weiß nur, warum ich nicht. Achso, weil ich das Bett mitgehabt habe. Warte, ich muss mein Schwert rausholen. Ich hab kein Schwert mehr. Das ist blöd. Yeah! Du könntest die Episode da beenden, wenn du es noch nicht gemacht hast. Tatsächlich, ja, weil jetzt ist extra lang. Also wenn ich nicht beendet habe vorher, dann haben wir jetzt ein Problem. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode von Howdy Doody.